Willkommen, liebe Zockerfreunde, auf dem Kanal The Bear and the Bee. Wir spielen gemeinsam Pine. Ja, und wir sind in der letzten Folge aus unserem Heimatdorf aufgebrochen, nachdem wir unseren Bruder verloren hatten. Und wir sind hier an der Küste angekommen. So richtig zurechtfinden tun wir uns noch nicht. Wir wissen nur, dass wir mit Geschenken bei Spendenkisten irgendwie bestimmte Völker und Dörfer beeinflussen können, die uns dann wohlgesonnen sind oder auch nicht. Aber mehr haben wir jetzt noch nicht rausgefunden. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal um. Also ich bin jetzt erstmal auch neugierig, was das ist. Das sieht aber so aus. Scheiße. Ich häng fest. Haha, Mist. Ja, nee, das war jetzt nicht beabsichtigt. Scheiße, komme ich da wieder. Oh, das ist so ein typischer Dings, ne? Typisch du. Na gut. Dann rollen wir halt das Feld von hinten auf. Ist ja auch egal. Was bist du? Trockenton. Trockenton, okay. Ja, gut. Dann erkunden wir halt zuerst die Gegend hier. Können wir damit Shift auch schneller schwimmen? Aber wir schwimmen eh recht zügig, also da kann man sich jetzt nicht beschweren. Guck mal, eine Glattperle. Bing! Das hat so geklungen, als ob das was Besonderes wäre. Der Ton war anders als sonst. Ach. Soll ich euch was verraten? Es macht tierisch Spaß. Ich mag die Optik sehr, sehr gern. Wird jetzt nicht jedem gefallen, weil es natürlich auch teilweise ein bisschen schlichter ist. Vogelpfeffer, okay. Beutel voll. Das ist doch blöd. Was bist du? Ah! Ein seelenartiges Fragment eines Kariblin-Organismus. Okay. Ja, das heißt also, wir müssten eigentlich erstmal also entweder unser Inventar erweitern oder was verkaufen. Ein gewöhnlicher Felstyp, der für die Herstellung einer Vielzahl von Werkzeugen verwendet wird. Ja, wir bräuchten auch mal ein paar neue Rezepte, ne? Was ist denn. Aber wir können nur diese zwei spärlichen Dinge. Na gut, das heißt, also sammeln ist jetzt erstmal nicht. Ist jetzt auch nicht so verkehrtes, weil ansonsten kommen wir hier überhaupt nicht mehr weiter. Da hinten hat es schon wieder Glühwürmchen. Schlüsselgrafit können wir aber mitnehmen, weil den haben wir schon. So. Das ist, glaube ich, dann so eine Spendenkiste, ne? Hier haben wir eine Fraktion. Klippenruh Spendenkasten. Okay, Klippenruh ist dann wahrscheinlich das Dorf da hinten. So, okay. Wir sehen hier jetzt halt noch die Beziehung. Die ist jetzt, die schwappt so im neutralen Bereich und steht aber, naja, wobei wir sind auch feindselig. So, Klippenruh, Einschätzung von. Das heißt also, es gibt Sachen, wenn wir die in die Truhe tun, dann wird's besser. Das wäre Dünneisen, Tingblume, Maholz und Brotweizen. Und es wird aber schlechter bei Stumpffels, Spistall, Vogelpfeffer, Telki und Knoblauch. Leute, ich muss nochmal die Zeit einstellen, weil letzte Folge war schon zu lang. Weil ich einfach total die Zeit vergessen habe. Es macht aber auch wirklich Spaß. Und ich könnte jetzt also spenden. Wir können ja mal Brotweizen spenden und den Tauschhandel mit E bestätigen. So. Nee, aber jetzt. Na gut. Ah, es ist immer nur eins, was wir dann. Ah. Okay. So, und jetzt sind wir schon so ein bisschen in die Richtung Zimmer auf neutral gebobbt. Hier. Bei der Beziehung. Handel beenden. Das haben wir jetzt in diese Spendentruhe gelegt. Was bist du, Sandstein? Muss einfach immer alles einsammeln. Es ist aber auch zum Kotzen. Es gibt so viel zu entdecken. Und zu sehen. Fürchterlich. So, das ist jetzt hier dann wahrscheinlich. Also ich meine, es ist uns jetzt neutral gegenüber eingestellt und es dürfte nichts passieren. Hoffe ich. Da oben rennt aber so ein Ding rum.
Ach nee, die sind einfach nur so groß. Okay. So, erkunde das Dorf, um mehr über seine Organisation zu erfahren. Das sind sehr große, gehörnte Wesen. Kann ich dich ansprechen? Nein. Oder? Dich kann ich ansprechen. Du bist wohl der Händler. Pfui. An meinem Geschäft sind schon genügend merkwürdige Kreaturen vorbeigelaufen, aber du schlägst dem Fass den Boden aus. Aber aus Erfahrung weiß ich, je merkwürdiger der Kunde aussieht, desto reicher ist er. Ich glaube nicht. Als sie sagten, ein Mensch würde vorbeikommen, haben sie mich aber nicht auf eine so schwächliche Erscheinung vorbereitet. Das ist übrigens der Edric. Schwächlich? Naja, schon. Ich glaube, auf Albama gibt es niemanden, der dir nicht die Arme brechen könnte. Das Beste, was ich für dich habe, sind ein paar Ideen, die du an deine Größe anpassen kannst. Trotzdem, ich werde nur dann mit dir tauschen, wenn wir befreundet sind. Ich kann meine Waren schließlich nicht in die Hände unserer Feinde geraten lassen. So, der Dorfhändler tauscht Gegenstände, die Sammler und Händler angesammelt haben. Sie bieten auch besondere Gegenstände wie beispielsweise Ideen an. Sammler des Dorfes sind ständig damit beschäftigt, in der näheren Dorfumgebung Material zu sammeln und es zum Händlertisch zu bringen. Material ist unerlässlich für die Rüstungsproduktion und die Dorferweiterung. Dorfhändler sind ebenfalls auf deiner Karte eingetragen. Händler werden nur mit dir tauschen, wenn du mit ihrer Spezies befreundet bist. Selbst ein neutraler Status reicht nicht aus. Das ist doch schon wieder kompliziert. Das heißt, wir müssen uns hier auf befreundet wuppen, um überhaupt irgendwie was reißen zu können. Ganz fein. Aber wir haben schon was über die Organisation erfahren. So, kann ich mit dir quatschen? Kann ich? Kegram, bist du der einzige Mensch, hier irgendwie kommst, nämlich nur du mir zu Gesicht. Ja, ist ja gut. So, interagieren. Was für ein komplizierter Radmechanismus. Er scheint die Beziehung zwischen diesen Kreaturen darzustellen. Anscheinend sind die Roten ihre Feinde. Grün steht wohl für Verbündete und die Weißen sind neutral. So, die Scheiben auf der Tafel drehen sich jedes Mal, wenn eine Beziehungsaktion von einer Spezies auf der Insel durchgeführt wird. Beziehungen zwischen Spezies sind dynamisch und ändern sich oft. Na doll. Und das soll man sich dann merken, oder? Grün. Ah, oh. Das ändert sich wirklich. Okay, links ist jetzt auf grün. Also wir haben 2 auf rot und 2 auf grün. Naja, gut. Ich könnte jetzt natürlich auch alles in diese Spendenkiste pfeffern, um die Beziehung quasi so schnell wie möglich auf Freundschaft zu hieven. Wir gucken aber erst uns hier nochmal so ein bisschen um. Das ist das große Gebäude, das wir in der ersten Folge von der Klippe aus schon gesehen haben. Nee, lieber nicht. Sonst haut's mich wieder irgendwo hin, wo ich nicht hin will. So, was haben wir denn da noch alles Schönes? Er schläft gerade, oder? Ah, okay. Nachtlager. So. Wow, das ist aber ein großer Turm. Ich kann sie am Horizont sehen. Er scheint den Reichtum und die Bevölkerungsstärke dieses Dorfes anzuzeigen. Ob die Flammen auf der Spitze wohl eine Art Größenindikator sind. So, das Totem eines Dorfes repräsentiert die Spezies und die Stärke des Dorfs im jeweiligen Territorium. Sammler des Dorfes sind ständig damit beschäftigt. Okay, tralala. Das wissen wir schon. Okay. Zur Bevölkerung, Nahrung, Materialien. Klippenru ist also jetzt nicht die stärkste, also die größte Stadt hier in dieser Spezies.
Und du bist der Herrscher hier. Renzel! Also, das ist doch. Spiel mir meine Augen einen Streich. Ein Mensch in Fleisch und Blut. Vergib mir die Äußerung meiner Fassungslosigkeit, aber seit Jahrzehnten hat auf dieser Insel niemand mehr einen Menschen zu Gesicht bekommen. Wie nennt man dich denn, Jüngling? Ich heiße Yu und ich komme vom... zu den Wackelklippen. Mein Stamm kann dort nicht länger leben, also bin ich auf der Suche nach einem Zufluchtsort. Ich habe deinem Dorf etwas gespendet, in der Hoffnung auf Hilfe. Dass ich das noch erleben darf. Hugh, ich bewundere deine Tapferkeit. Aber einen Ort zum Leben, ich fürchte, das liegt nicht in meinem Interesse. Ich habe genügend hungrige Mäuler zu stopfen, wie alle anderen auf der Insel. Trotzdem, deine Spende ist nicht unbemerkt geblieben und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Nicht jeder wird aber mein friedliches Interesse an den Menschen teilen. Und du wirkst für diese wohl beschwerliche Aufgabe zu erschöpft und noch dazu unvorbereitet. Ich werde unseren Dorfhändler einen alten Schild holen lassen. In unserem Lager ist bestimmt noch einer, der für deine Hände geeignet ist. In der Zwischenzeit könntest du vielleicht das Dorf, also unser Dorf, erkunden. Für eine Kreatur wie dich sollte es dort reichlich zu lernen geben. Der Schild sollte fertig sein, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Ein Schild? Hoffentlich kann ich auch damit umgehen. Jetzt bist du schon so weit gekommen. Ich werde auch darüber nachdenken, was du tun kannst, um dein Ziel zu erreichen. Es ist höchste Zeit, dass mal jemand oder etwas ein bisschen Leben in den Alltagstrott von Albama bringt. Komm wieder zu mir, wenn du dein Schild erhalten hast. Sammle das Geschenk des Häuptlings ein. Wir gehen noch ein bisschen erkunden. Oder sind wir schon durch? Müssen wir wahrscheinlich einfach nur nochmal ansprechen. Nachdem das sehr weitläufig ist, macht es mit dem Sprinten tatsächlich auch Sinn. Upsi. Komme ich da irgendwo runter? Ja. So. Da haben wir den Schild. So, der sieht recht robust aus. Genug mit der Trödelei, ich sollte den Häuptling um weitere Hinweise bitten. Mit Schilden kannst du dich gegen Angriffe verteidigen. Nimm eine Blockhaltung ein, indem du die rechte Maustaste drückst. Du kannst dein Schild nicht ewig vor dich halten. Im Laufe der Zeit, auch bedingt durch Angriffe, erschöpft sich deine Schildausdauer. Manche Angriffe können überhaupt nicht geblockt werden. Abgesehen von der Ausdauer haben unterschiedliche Schilde auch unterschiedliche Erschöpfungsraten und Regenerationsgeschwindigkeiten. Okay. Muss ich ihn denn ausrüsten, den Schild? Das, der die Gegenstand ausrüsten, ja. Aber wie verwende ich das Ding nun? So, okay, so. Okay, und wenn ich jetzt dann auf X drücke, habe ich wieder die Steinschleuder. Alles klar. Dann lasst uns doch nochmal zu dem Häuptlingsmann zurückspurten. So. Ich freue mich, dass du den Schild gefunden hast, junger Mensch. Du siehst aber trotzdem wie eine zerbrechliche Tingblume aus. Ich könnte dich noch vor dem Frühstück in zwei brechen. Ich habe mal ein bisschen herumgefragt und dabei ist mir klar geworden, dass es da jemanden gibt, der dich noch besser ausrüsten könnte als wir. Oh, und wer ist das? Er heißt Groff. Er gehört zu den Manot. Schon Ewigkeiten hat sie niemand mehr gesehen, aber anscheinend lebt er noch.
Es geht das Gerücht um, dass er im Pollenpass zwischen den Küstenklippen und den Kargfeldern wohnt. Ihn zu finden könnte nicht einfach werden. Aber da er genügend Erfahrung mit Menschenausrüstung hat, sollte man es zumindest versuchen. Ich werde es versuchen, ihn zu finden. Vielen Dank. Na klar wirst du das. Schließlich hast du es ja schon so weit geschafft. Viel Glück, Mensch. Neue Quest-Ausstattung. Erkunde die Pollenpasshöhle. Die Pollenpasshöhle. Die ist hier. Oder? Markierung setzen. So, da oben mit dem grünen Pfeil wird uns jetzt quasi unsere Markierung angezeigt. So. Da oben, da ist doch irgendwas, was sich vielleicht lohnt herauszufinden, oder? Ich weiß übrigens nicht, wie viele Folgen ich jetzt hier machen werde, weil es sieht schon sehr, sehr weitläufig alles aus. Könnten uns ja noch ein bisschen erkenntlich zeigen in irgendeiner Form. Also was war es? Tingblume? Tingblumen. Tingblumen, Maholz, Brotweizen und Dünneisen. Ich möchte aber eigentlich... Ja, komm. Zwei Maholz. Tauschhandel bestätigen. So. Na, gucke. Zwar vollkommen in die falsche Richtung, aber ich mache in solchen Spielen eh nie das, was mir gesagt wird. Deswegen wollte ich, also muss mich jetzt hier nochmal umschauen. Es gebietet irgendwie meine Neugierde. Hier ist auf alle Fälle auch irgendwas schief gegangen. Rinnt mir mal noch ein bisschen durch die Gegend. Ich mache dann auch gleich das, was das Spiel von mir will. Ah, okay. Sprintanzeige. Wir können nicht ewig so sprinten. Naja, gut. Machen wir uns mal auf zur Pollenpasshöhle. Und hoffen, dass derjenige welche, der sich mit Menschenausrüstung ein bisschen besser auskennt, auch ein erweitertes Inventar für uns hat, weil ansonsten sterbe ich irgendwann. Wenn ich da ständig darauf achten muss, was und wie viel ich mit mir rumtrage. Vielleicht gibt es auch irgendwann ein Reittier oder Schnellreisen oder... Das ist einfach nur so ein Pflock, der in der Gegend rumsteht. Okay. Ich glaube auch, dass es langsam Tag wird. Also zumindest da oben, das sagt, dass die Sonne so langsam aufgeht. So. Ting. Nein, das ist wieder Garant. Karant. Upsa. Ach doch, man kann von relativ weit weg tatsächlich aufsammeln. Sind wir schon da? Ist das das Ding? Interagieren. Scheint so. Lass mal kurz gucken, was die Zeit sagt. Ein paar Minütchen. Ein, zwei Minütchen können wir noch machen. Also den Aufzug werde ich jetzt erstmal nicht benutzen können. Da ist ja alles voller Stein, oder? So. Was ist denn jetzt das? Zeig doch mal her.
Kann ich da irgendwas damit machen? Nee. Kann ich es beschießen? Immer erstmal alles beschießen. Nö. Kann ich es hauen? Auch nicht. Himmel. Okay, vielleicht gucken wir erstmal, was da hinten ist. Und schauen, wo wir landen. Was sagt denn die Karte? Okay, wir sind zumindest noch in der Gegend. Hier sind diese Spendenboxen. Klippenruh. Ikariblin, Stufe C. Ah, okay. Man braucht ein Schnelltransportkit, um schnell zu reisen. Aber es geht auf alle Fälle. Okay. So, dann schauen wir doch mal, was sich hier für ein Anblick bietet. Dafür rennen wir mal hier hoch. Dünneisen. Jawohl. So. Naja, dann würde ich sagen, inmitten dieses Steinkreises aus Schlüsselgraphit verabschiede ich mich für diese Folge. Sag Dankeschön fürs Reinschalten. Über einen lieben Kommentar würde ich mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.